Lass uns doch mal was mit Scratch programmieren. Hallo, ich bin Jens Christ und jetzt wirst du vielleicht fragen, Scratch, was ist denn das? Und das ist eine Programmiersprache, die für Kinder konzipiert wurde, damit halt Kinder ihre Kreativität entfalten können und Geschichten erzählen können, Spiele programmieren können oder Animationen. Und dafür wurde es geschaffen. Vielleicht gucken wir hier uns auch mal die Über-Scratch-Seite an. Da sehen wir, dass das hier anscheinend von der Media Lab des MITs entwickelt wurde, von irgendwie einer Kindergartengruppe. Naja, oder vielleicht waren es die Mitarbeiter, die ja irgendwas für Kindergartenkinder machen. Gemacht ist das Spiel für 8- bis 16-Jährige, also dafür wurde es konzipiert. Aber auch andere Altersgruppen können damit irgendetwas dann also tolles mal so machen. Das Ganze ist übrigens kostenlos und wird ja unterstützt, teilweise von etwas kleineren Firmen wie Google oder Lego oder Intel. Die unterstützen teilweise dieses Projekt auch finanziell. Und andere Spenden, so dass man dafür eigentlich nicht irgendwie was zahlen braucht. Ja, schauen wir uns noch ein bisschen an, was man mit Scratch so machen kann. Und dann gibt es hier einige vorgestellte Projekte, wie zum Beispiel hier so ein Feuerwerk. Und dann können wir jetzt hier starten, indem wir dann da reinklicken. Also mit dieser Fahne kann man eigentlich die Programme starten. Ich klicke jetzt mal hier so rein und dann haben wir jetzt hier so ein Feuerwerk. Und dieses Feuerwerk ist hier programmiert worden. Und um zu schauen, wie das dann da so programmiert wurde, können wir ja mal hier reinschauen, wie denn das dann da so aussieht, das Programm. Und dann sehen wir hier, es gibt eine Bühne, also es gibt einen Schauplatz. Wir können das hier auch stoppen hiermit. Und hier haben wir die Befehle, die wir hier zur Verfügung haben bei dieser Programmiersprache. Und hier haben wir dann das Programm. Also das geht hier noch ein bisschen weiter hinten ineinander so. Und das ist das ganze Programm, was quasi dazu führt, das Feuerwerk zu machen. Was du hier übrigens siehst, ist so Lernhilfe. Also hier kannst du dann auch so sehen, zum Beispiel erste Schritte. Da wird dann da gezeigt, wie man die ersten Schritte eine Bewegung dann da so hinbekommt. Aber das machen wir vielleicht mal in einem anderen Video. Also das will ich dir jetzt hier gar nicht so zeigen. Gehen wir mal wieder auf die Startseite. Was finden wir noch so? Vielleicht gucken wir mal ein paar Beispiele an. Man kann hier zum Beispiel Pong programmieren. Das ist eigentlich relativ einfach. Wieder Fahne reinklicken und dann kann man dann hier so Pong spielen. Ja. Den Ton hätte ich jetzt vielleicht anders aufnehmen sollen, aber ist jetzt auch egal. Also jetzt, ich habe jetzt keine Kopfhörer auf und nehme das jetzt nicht. Ach, wollt ihr gar nicht wissen. Ja. Auf jeden Fall ist das dann jetzt hier Pong. Dann können wir hier zurückgehen und gucken, was wir sonst noch so haben. Ein Piano haben wir hier, also Musik kann man hier auch machen. Und dann kann man jetzt hier Piano spielen. Ja, und man kann sich hier angucken, was das dann da so für ein Quelltext dann da so wieder ist. Wobei der Quelltext von Pong ist gar nicht mal so schwer gewesen. Wo hatten wir denn hier? Ach nee, warte mal, da war das. Der Quelltext von Pong, den können wir auch mal anschauen. Ja. Also im Wesentlichen ist es, wenn die Fahne geklickt wird, dann sollst du zu dieser Position da oben gehen, wo er dann da so startet. Achso, ja. Stopp. So, also wir gucken jetzt uns das Skript für den Ball an. Also wenn die Fahne geklickt wird, dann geht der Ball da oben hin. Wir können jetzt auch woanders hingehen und hier haben wir dann halt die Schrittgeschwindigkeit. Also wir können ja mal die Schrittgeschwindigkeit des Balls ein bisschen kleiner machen, indem wir 1 dann da so klicken und dann klicken wir mal jetzt hier drauf und dann sehen wir, der Ball, der läuft jetzt anders, dann also viel langsamer. Ja, macht auch keine Geräusche mehr.
So, wenn wir jetzt hier den grünen Panel dann da so unten haben, diese zweite Figur, die hat auch so ein Programm. Wenn die Pfanne geklickt wird, dann sollst du wiederholen und dieses hier sollst du wiederholen. Setze X auf den Mauszeigerposition. Also, wenn die Pfanne geklickt wird, dann soll halt dieses hier auf die Mauszeigerposition sein. Das heißt, es müsste immer in der Mitte ungefähr sein. Können wir mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, ist immer X ist die Mauszeigerposition. Wir können ja mal hier, also setze Y auf, wo kann man denn hier Mauszeigerposition? Gehe zu, setze, gehe zu, ist das gehe zu? Können wir das auch noch da reinpacken? Wo haben wir denn Setze X? Setze X, Setze Y. Setze Y. Jetzt wollte ich einfach mal so gucken und programmieren. Auf X-Position. Können wir das dann da so? Und das können wir jetzt hier. Na, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Wo finden wir denn den Mauszeiger? Ja, ihr seht, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man das dann da so macht. Ja, irgendwie so geht das. Also, ich werde das vielleicht in einem anderen Video mal ein bisschen besser erklären dann da so. Vielleicht auch mal so ein Tutorial zeigen oder sowas. Aber im Prinzip, so geht das Ganze dann da so. Gehen wir mal wieder nochmal zurück und gucken uns nochmal andere Sachen an. Was kann man damit hier noch machen? Man kann hier Geschichten erzählen lassen, also können wir auch ein Fallbild mal machen, ne? Also wir haben hier einen Fall, das unten ist noch ein bisschen abgeschnitten, ja. Also hat gerade hier ein Mädchen was gesagt. Und wir klicken jetzt hier auf einen Pfeil und dann sagt dieses Mädchen was und dann sagt dieses Mädchen hier was. Und jetzt klicken wir dann wieder auf den Pfeil und dann sagt dieses Mädchen was und dann, ja, was passiert als nächstes und dann ist die Story zu Ende. Also nur eine kurze Geschichte. Können wir uns auch mal angucken, wie denn das dann da so ist. Und hier sehen wir dann halt, ja, wir haben hier vier Bühnen. Und bei diesen Bühnen gibt es auch jeweils ein Skript, was es dann da so passieren kann. Also das ist das Skript der Bühne, dann gibt es hier das Skript von den einen Mädchen, dann gibt es hier das Skript von den anderen Mädchen, dann gibt es hier den Skript von den Next Button. Der Next Button, der soll einfach nur auf die nächste Bühne dann da so gehen. Und dann gibt es hier auch noch so einen Text, der dann da oben angezeigt wird. Und der soll bei Castle 1, achso, bei Castle 1 soll er sich verstecken und bei Castle 3 soll er angezeigt werden. Ja, also so geht das und es soll halt helfen, das Programmieren dann da so ein bisschen einfacher zu machen. Also hier von den Figuren haben wir dann halt Kostüme. Also hier von einer Figur zu reden, ist ein bisschen komisch, aber kann man machen. Man kann hier dann auch Striche zeichnen oder sowas dann halt. Oder Sachen hochladen. Also man kann hier selber auch eigene Figuren kreieren. Auch hier bei den Hintergründen kann man das dann da so machen. Und da seine Kreativität freien Lauf lassen. Ist eigentlich ganz interessant. So, was kann man noch so machen? Tja, oder wir gucken uns einfach mal hier ein paar Projekte an, die hier vorgestellt werden. Wobei ein Projekt kann ich euch ja auch mal hier zeigen. Hund und Katze. Das ist einfach nur so ein Rennen. Und hier soll man D drücken, dann läuft der Hund vorwärts. Und wenn man die Pfeiltasten drückt, dann läuft die Katze vorwärts.
Also wenn man die Pfeiltaste nach rechts drückt, dann läuft die Katze vorwärts und D, dann läuft der Hund vorwärts. Und wenn man beide gleichzeitig drückt, dann laufen beide vorwärts. Und wenn dann irgendeiner die Linie überschreitet, dann sagt der eine, ja, ich habe jetzt gewonnen. Und wenn jetzt die Katze schneller ist, dann sagt halt die Katze, ich habe gewonnen. Und da können wir dann auch mal schauen, wie denn das Programm hier aussieht. Das ist jetzt das Programm für den Hund. Das ist jetzt das Programm für den Strich. Der macht eigentlich gar nichts. Also der Strich ist einfach nur da, um halt bei den anderen Finishline, also falls wird Finishline berührt. Ja, also falls die Finishline berührt wird von den Hund, dann soll Message 2 gesendet werden. Und wenn nicht, dann wartet er, bis die Taste D gedrückt wird. So, und wenn jetzt hier unten Message 1 gesendet wird, dann sagt er dann das hier. Und wenn Message 2 gesendet wird, das passiert ja, wenn der Hund die Finishline berührt, dann sagt er das. Und hier gibt es hier die Startposition des Hundes. Ne? Wir können ja mal den Hund weiter hinten starten lassen. Das wäre ja dann jetzt hier, weil der Hund ist ja eh schneller. Und dann kann er jetzt mal hier, ich weiß gar nicht, ist das jetzt aus dem Bild raus? Können wir mal angucken, was passiert. Ah, noch gerade drin. Ja, der Hund startet jetzt ein bisschen weiter hinten. Und wir wollen das jetzt nicht mit D, sondern mit Leertaste. Ne? Der Hund läuft jetzt mal mit Leertaste. Und der Hund, der läuft natürlich nicht 10 Schritte, sondern 20 Schritte. Der Hund ist viel schneller als die Katze. So, und bei der Katze ist das dann jetzt hier ähnlich. Ne? Die läuft dann auch weiter mit Pfeil nach rechts. Und wenn die dann halt die Linie berührt, dann soll die Message gesendet werden. Message 1, und das ist dann halt I win. Senden eigentlich beide dann die Message 1? Ich hätte jetzt erwartet, dass... Ah ne, der Hund, der sendet wahrscheinlich Message 2, ne? Ja. Ja, genau so ist das. Also, gar nicht mal so schwer zu programmieren. Und dann hat man jetzt hier schon mal so ein Laufspiel, wo man dann jetzt hier durch Leertasten den Hund rennen lassen kann. Und die Katze, die braucht wenige, ist nicht so schnell. Der Hund startet ein bisschen weniger weiter hinten, aber ist dafür schneller. Ja, und die Katze dann halt, ja, so hat die Katze keine Chance, auch wenn der Hund weiter hinten startet. Ja, Klänge kann man hier auch noch aufnehmen. Kann man verschiedene Sachen machen. Steuerung, falls dann, keine Ahnung, Operatoren, kleiner gleich, größer. Also, ist schon interessant, was man damit machen kann. Klänge hat man hier. Lasse ich jetzt nicht ablaufen. Man kann hier auch selber Klänge aufnehmen. Also ich könnte jetzt hier sagen, das ist, ich muss hier zulassen, das ist Flash. Das ist ein Test. Und dann habe ich dann jetzt hier, das ist ein Test aufgenommen. Hey. Ja, will ich aber nicht. Naja, auf jeden Fall kann man das dann so machen. Und dann könnte man das dann auch speichern. Wenn man sich hier angemeldet hat, kann man das in seine Projekte dann da so speichern. Und solche Sachen machen. Verlassen. So viel dann zuerst mal, um einen kleinen Einblick in Scratch zu bekommen. Und vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich zumindest das erste Tutorial ein bisschen erkläre. Und mal gucken, was wir sonst noch so damit machen. Schreibt das doch mal unten in die Kommentare, ob ihr schon mal was mit Scratch gemacht habt und ob ihr es gut findet, wenn ich dann hier noch ein bisschen was von Scratch erzähle und auch mal was damit programmiere. Jetzt wünsche ich euch noch Gottes Segen und wir sehen uns dann in einem nächsten Video.